Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Leuttrends und News. Abflug zum Höhenflug der Woche und das ist Caitlyn. Ich hatte ihre Buffs in Patch 14.20 ja jetzt nicht besonders stark eingeschätzt und da muss ich ehrlicherweise zugeben, ich lag sowas von komplett daneben. Sie hat ungelogen den größten Winrate-Zuwachs des gesamten Patches gehabt. 3,5% Winrate konnte sie durchschnittlich verbuchen. Damit sitzt sie mittlerweile einfach mal bei über 52% Winrate in Emerald Plus. Halten wir beim Abfalleimer der Woche. Diesmal ist es Jhin. Nachdem er die Split 3 Rank Changes als einziger wirklich guter Crit ADC überlebt hatte, gab es dann direkt im darauffolgenden Patch einen guten und saftigen Nerf. Und der hat auf jeden Fall gewirkt. 1,5% Winrate hat er durchschnittlich verloren, allerdings sitzt er damit immer noch bei fast 52% Winrate in Emerald Plus. Springen wir zum Nope der Woche und das ist Viego. Auch wenn sein Buff bereits einige Zeit her ist, ist er zumindest momentanerweise etwas omnipräsent in den Köpfen der Leute, denn seine Bunrate hat sich innerhalb der letzten 3 Wochen einfach mal verdoppelt. Seine Winrate ist jetzt nicht schlecht, allerdings außerhalb von Diamond auch nicht gerade weltbewegend und für mich nicht ganz eine Erklärung darauf, warum seine Bunrate jetzt nun so stark gestiegen ist. Der Broken Pick der Woche ist Elise. In Patch 14.19 hatte sie die wirklich wildesten Buffs bekommen, die Riot lustigerweise ursprünglich als Adjustments deklariert hatte. Elise ist gestört gut, sofern man sie allerdings spielen kann. Ihre Bunrate hat sich in Diamond ungelogen mehr als verzehnfacht und in Diamond sitzt sie einfach mal bei fast 55% Winrate. Sie ist statistisch betrachtet der beste Jungler im Spiel und wenn ihr sie momentan noch nicht spielt, mehr Free Elo gibt es zurzeit definitiv nicht. Die Rune der Woche ist Phase Rush. Im letzten Patch gab es für Ranged Phase Rush Nutzer einen Early Game Buff, der sowas von gewirkt hat. Über 0,3% Winrate Zuwachs auf einer Rune sind mehr als ordentlich. Vor allem Anivia scheint Phase Rush nun wirklich als absoluten Banger zu nutzen. Kommen wir zum Fail der Woche und dort zu Riots neuester Mitarbeiterentlassung. Mitarbeiter zu entlassen ist immer blöd, da geht es mir auch gar nicht drum. Das, was für mich der große Fail ist, ist einfach schlichtweg, wie man das Ganze seitens von Riot kommuniziert hat. Riot Trindamere, der Co-Founder von League of Legends, postete auf Twitter einen gigantischen Tweet mit dem Titel "An Update on How We're Evolving League". In dem Text geht es aber in wirklich keinster Weise darum, wie man LOL irgendwie evolved oder sonst was, sondern dass man das Team verändern wird. Und Teamveränderung heißt hier schlichtweg, dass man Mitarbeiter entlässt. Dieses PR-Gelaber von wegen, wir verändern unser Team und wir verändern LOL, wenn man einfach nur Mitarbeiter entlässt, kotzt mich richtig an. Er schreibt, we're not slowing down, we're going faster. Das Ganze ist einfach nur eine nette Umschreibung von, wir reduzieren die Kosten, indem wir Mitarbeiter entlassen. Die Community ist von diesem Tweet ebenfalls nicht besonders angetan. Bei unserem Trick der Woche habe ich mal einen echten Schmackofatz-Play mitgebracht. Sheena von G2H verblüffte mit diesem Y-Insect alle Leute im Livestream. Tatsächlich könnt ihr das Ganze wirklich äußerst easy selbst machen, indem ihr einfach schlichtweg während dem Y-Ultcast flasht. Vielleicht hat Y ja eben exakt aufgrund dieser Mechanics diese extrem hohe Mastery-Kurve, die ich ja bereits im letzten Kluftkurier behandelt hatte. Das Ganze ist wirklich kindereinfach. Ich habe das Ganze direkt im ersten Anlauf im Practice-Tool hingekriegt. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Patch-Notes zu Patch 14.21 sind da und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Riot alle Content-Creator hasst. Als kurze Erklärung für euch gerade an dieser Stelle, wir bekommen die Patch-Notes 24 Stunden, bevor sie tatsächlich rauskommen, allerdings in, ich sag's mal, so einer Rohform und erstellen daraus die Videos. Je größer der Patch ist, umso lustiger wird das Ganze dann für uns und dieser Patch ist mal wieder absolut geisteskrank groß. 12 Champion-Buffs und 18 Champion-Nerfs sind mal wieder komplett bekloppt, right? Reicht das aber natürlich nicht, denn auch die Buffs selbst sind teils wirklich bekloppt. Das, was momentan bei Sivir für Buffs und bei Camille für Nerfs eingeplant ist, ist eine ziemliche Hausnummer. Dazu solltet ihr auch das Swain Mini Rework nicht vergessen und auch Liefel Tempo kriegt noch einmal ordentliche Buffs. Das Bounty-System wird ebenfalls überarbeitet und Blade of the Ruined King als auch Sorg Nerfs werden genervt. Eine wichtige Info für viele von euch, das hier war die letzte Folge des Kluftkurier auf dem Uniliga-GG-Kanal. Nicht allgemein, Leute. Keine Sorge, es geht natürlich weiter, allerdings, wie angekündigt, nur auf dem Uniliga eSport Campus-Kanal, den ihr in der Beschreibung findet, auf dem es ausschließlich Educational Content wie den Kluftkurier, Rift Report und so weiter gibt.
Das war es damit allerdings auch schon für den Kluftgerät für diese Woche. Falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.